Eine Halokline ist die Übergangszone zwischen Wasserschichten unterschiedlichen Salzgehalts. Süß- und Salzwasserschichten mischen sich dort nicht. Zwischen zwei Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte bildet sich immer eine Grenzschicht dazwischen. Und man nennt sie die Halokline. Diese Barriere teilt die beiden Meere, so dass jedes Meer seine eigene Temperatur, seinen eigenen Salzgehalt und seine eigene Dichte hat. Und im Koran lesen wir dieselbe Tatsache, wo es heißt, er hat den beiden Meeren freien Lauf gelassen. Sie treffen aufeinander, zwischen ihnen ist aber ein trennendes Hindernis, dass sie ihre Grenzen nicht überschreiten. Dieser Vers sagt aus, dass wenn Meere aufeinander treffen, sie eine Barriere oder Grenze zwischen ihnen befindet. Dies ist genauso wie die Wissenschaft über die Halokline sagt. Und die Halokline, die auf dem Salzgehalt des Wassers basiert. Diese scheinbar unmöglichen und natürlichen Wasserwände sind völlig unmischbar. Völlig unmischbar. Völlig unmischbar. Nun, zum einen ist der Dichteunterschied zwischen zwei Ozeanen nicht so groß, dass einer absinken und der andere nach oben steigen würde. Trotzdem reicht es, dass sie sich nicht mischen. Und der zweite Grund ist Trägheit. Eine bekannte Trägheitskraft namens Corioliskraft beeinflusst Objekte, die sich in einem sich bewegenden Bezugssystem selbst auch bewegen. Die Erde bewegt sich und alle sich bewegenden Objekte auf ihr werden von der Corioliskraft angetrieben. Infolgedessen bewegt sich das Objekt auf der Erdoberfläche nicht geradlinig weiter, sondern weicht auf der nördlichen Hemisphäre im Uhrzeigersinn und auf der südlichen gegen den Uhrzeigersinn ab. Und das ist der Grund, warum die Strömungsrichtung im Atlantik und Pazifik unterschiedlich ist. Dadurch mischen sie sich auch nicht. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den beiden Ozeanen ist die Stärke der Molekülverbindungen oder Oberflächenspannung. Dank dieser Kraft bleiben die Moleküle von Materie zusammen. Die beiden Ozeane haben unterschiedliche Oberflächenspannungen und vermischen sich auch deswegen nicht. Ihr seht, dass dies genau so ist, wie es der vorhin erwähnte Koranvers beschreibt. Aber einige Missionare wollen es nicht wahrhaben und bringen ein Video mit dem Namen »Warum mischen sich die Meere nicht? Grenze zwischen Atlantik und Pazifik« als Beweisführung an. Schon seit Jahren schwirren diese Bilder im Internet herum. Hier treffen zwei Meermassen aufeinander, die unterschiedliche Blautöne haben und sich nicht mischen. So heißt es zumindest. Um genauer zu sein, im Internet spricht man vom Aufeinandertreffen des Atlantischen und Pazifischen Ozeans. Was ist da dran und wie entsteht dieses Phänomen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Diese Aufnahmen sind viral gegangen im Internet. Leider mit einer fehlerhaften Erklärung. Häufig ist nämlich die Rede vom Zusammentreffen vom Atlantischen und Pazifischen Ozean, was nicht ganz richtig ist. Bei diesem Phänomen handelt es sich zwar auf ein Zusammentreffen zweier Wassermassen, allerdings ist das nicht die Grenze zwischen Pazifik und Atlantik. Hier trifft einfach nur eisenhaltiges Schmelzwasser mit Gletschersedimenten auf normales Meerwasser. Das Schmelzwasser stammt eigentlich von der Küste Alaskas. Die Wassermassen bleiben aber nicht auf Dauer voneinander getrennt. Früher oder später vermischen sie sich, berichtete ein Professor von der Universität von California Santa Cruz, der Alaska Dispatch News. Außerdem verwies er darauf, dass dieser Effekt nicht immer an derselben Stelle auftritt, was damit zusammenhängt, wie stark die Sedimentierung ist, bzw. wie sich die Strömungen verhalten. Dieses Video mag sich irreführend anhören, aber dennoch beinhaltet sie eine wissenschaftliche Erkenntnis. Dieses Video sprach von der sogenannten Segmentierung. Eine Segmentierung bedeutet die Zerlegung eines Ganzen in einzelne Segmente, also Abschnitte voneinander abgrenzbaren Teile, Elemente etc. In diesem Video hört man die Antwort schon heraus, weshalb sich diese zwei Wassermassen von Aussehen unterscheiden. Zitat: Hier trifft einfach nur eishaltiges Schmelzwasser mit Gletschersedimenten auf normales Meerwasser. Hier trifft einfach nur eisenhaltiges Schmelzwasser mit Gletschersedimenten auf normales Meerwasser. Dieses Video versucht, über die Fake News aufzuklären. Aber Missionare machen aus dieser Fake News gefakte Fake News. Dieses Bild sorgte für Aufsehen im Internet, der behauptet wurde, dass dieses Bild die Grenze des Pazifischen und des Atlantischen Ozeans darstellen soll. Ken Bruland, Professor für Ozeanwissenschaften an der University of California in Santa Cruz, war auf dieser Kreuzfahrt. Tatsächlich war er derjenige, der das Bild aufgenommen hat. Ken Bruland versucht dieses Naturphänomen so einfach wie es nur geht zu erklären. Und er versucht uns klar zu machen, wie diese zwei unterschiedliche Wassermassen so verschieden aussehen können und weshalb die eine Seite klar blau und die andere Seite eher zu grau neigt. In dem Interview, das ich gleich vorlesen werde, vertritt Ken Bruland nicht die Meinung, dass sich Salz- und Süßwasser in einer Halokline vermischen können,
sondern er versucht, dieses Naturphänomen chronologisch aufzulisten, wie sich Ton und Eisen aus einem Fluss ansammeln und dieses dann ins Meer gelangt, so dass dieses Flusswasser den Ton und Eisen transportierte, sich am Meer ansammelt und diese Färbung verursacht. In einem Interview sagt er Folgendes. Diese folgenden Zitate aus der Internetseite adn.com sind im Google-Übersetzer übersetzt worden. Den originalen Text findet ihr in der Videobeschreibung. Der Zweck der Kreuzfahrt sei zu untersuchen, wie riesige Wirbel, langsame Strömungen mit einem Durchmesser von Hunderten von Kilometern von der Küste Alaskas in den Golf Alaskas wirbeln. Schlauchwirbel tragen oft große Mengen an Gletschersedimenten mit sich. Dank Flüssen wie Alaskas 286 Meilen langen Cooper River, der für seinen Lachs geschätzt wird und vom Kupfergletscher weit von Landesinneren stammt. Es mündet östlich des Prince William Sound und trägt all den schweren Lehm und das Sediment mit sich. Und mit diesem Sediment kommt Eisen. Hier versucht Ken Broland, dieses Naturphänomen uns chronologisch zu vermitteln. Weiter heißt es, Gletscherflüsse sind im Sommer wie Kreissägen, die die Berge dort abtragen, sagte Broland. Dabei haben sie all dieses Material mitgetragen. Dies bedeutet in Klartext, da die Strömung der Gletscherflüsse so enorm ist, schleift dieses Wasser auf den Gestein wie eine Kreissäge und so transportiert dieses Wasser auch Eisen mit sich. Dann heißt es weiter, sobald diese Gletscherflüsse in den großen Gewässern münden, werden sie von Meeresströmungen aufgenommen, bewegen sich von Ost nach West und beginnen dort zu zirkulieren. Dies ist eine der wichtigsten Methoden, mit denen Eisen, das im Ton und im Sediment des Gletscherflusses enthalten ist, in Regionen mit Eisenmangel mitten im Golf von Alaska transportiert wird. Für dieses spezielle Foto sagt Broland, dass es die Wasserfahne zeigt, die aus einem dieser sedimentreichen Flüsse fließt und sich mit dem allgemeinen Meerwasser trifft. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung der Missionare. Wir lesen weiter. Kent Broland sagte, es ist auch eine Lüge, dass sich die beiden Arten von Wasser überhaupt nicht vermischen, sagt er. Aber sie stoßen in diesem bestimmten Zeitpunkt auf diese wirklich starken Graditen, sagt er. Also, es entsteht sowas wie ein Bewegungszyklus, da sich diese Wassermassen schneller bewegen. Kommen diese zwei unterschiedliche Wassermengen in Ruhe, so vermischen sie sich. Und weiter lesen wir, solche Grenzen sind niemals statisch, fügte er hinzu, dass sich je nach Sedimentgehalt und Launen des Wassers bewegen und ganz verschwinden. Es wird viel darüber untersucht, wie dieses Eisen die Marineproduktivität beeinflusst, insbesondere eine Auswirkung auf das Wachstum von Plankton, das Broland als Basis der Nahrungskette bezeichnet. Fazit. Erstens. Hat dieses Naturphänomen nichts mit der sogenannten Haloklinie zu tun, sondern hier wird beschrieben, wie Flusswasser, Sedimente, Ton und Eisen und zu teils auch Watte mit sich tragen, die dann sich in normalem Meerwasser aufeinandertreffen. So entsteht diese verschiedene Färbungen. Da die Missionare dieses Video und das Interview von Ken Broland, Professor für Ozeanwissenschaften, nicht verstanden haben, haben sie wieder mal bewiesen, dass sie nicht nur dumm, sondern auch hinterhältig sind. Und eine weitere Irreführung, die die Missionare bringen, ist jene Seite aus der Uni Heidelberg, wo es heißt, der Salzgehalt ist zusammen mit der Temperatur der Antriebsmotor für die sogenannte thermohaline Zirkulation. Dieses bezeichnet ein globales Förderband, das sich um die gesamte Erde erstreckt und 4 der 5 Ozeane verbindet. Damit umher geht auch ein Transport der Masse und der Wärmeenergie. Das Salzgehalt ist aber niedriger in den tropischen Gewässern und nimmt zu den Polen hinzu, zu einem durch Verdünnung, zum anderen die Eisbildung. Die Temperatur variiert mit dem Winkel der Sonneneinstrahlung. Das globale Förderband gleicht diesen Unterschied aus und transportiert so zum Beispiel wärmeres Wasser in höheren Breiten. Missionare interpretieren diesen Text so um und behaupten, indem sie daraus schlussfolgern, dass die sogenannte thermohaline Zirkulation die 4 der 5 Ozeane verbindet. Allerdings machen sie einen Denkfehler. Die sogenannte thermohaline Zirkulation vermischt nicht die Meere, sondern die thermohaline Zirkulation verbindet sich selbst, da es ein globales Förderband ist, das sich in der gesamten Erde erstreckt. Also, die sogenannte thermohaline Zirkulation verbindet nicht die Meere, sondern die thermohaline Zirkulation verbindet sich selbst in den 4 von 5 Ozeanen. Seid vor der Fake News gewarnt. Ihr seht, liebe Zuhörer, dass die Christenheit schon immer einen Hass auf die Wissenschaft hatten. Denn diese Thematik haben wir im Video mit dem Namen Wissenschaft, Islam, versus Christentum, Folter im Mittelalter schon längst erwiesen, dass die Christenheit schon immer gegen die Wissenschaft war und es immer sein wird. Die Wissenschaft hat die Wissenschaft nicht erschaffen, sondern Allah war es derjenige, der die Wissenschaft erschuf, damit wir seine Zeichen klar erkennen mögen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch,
Und wie werden unsere Zeichen überall auf der Erde unan ihn selbst sehen lassen, damit ihnen deutlich wird, dass es die Wahrheit ist.